So sieht sie aus. Eine Weltneuheit. Die smarte Spannbacke iJaw. Hier zu sehen auf der AMB 2022. Die iJaw ist die erste Spannbacke, die während der Bearbeitung die Spannkraft in Echtzeit misst. Weltweit einmalig. DMG baut sie jetzt als Option in seine Werkzeugmaschinen ein. Und das aus gutem Grund. Ja, wir haben iJaw bei uns in der Maschinensteuerung integriert. Der Anwender kann so immer die bei der Bearbeitung anliegenden Spannkräfte sehen. Mit C-Clamp, dem von dem Gemoi entwickelten Tool zur Berechnung von Spannkräften für dünnwändige Bauteile, nutzen wir iJaw zur Überprüfung dieser Spannkräfte. Damit stellen wir natürlich sicher, dass Ausschussteile aufgrund von Verformung durch zu hohe Spannkräfte ausgeschlossen sind. Entwickelt hat die iJaw einer der bedeutendsten Spannzeughersteller der Welt. Die Röhm GmbH hat mehr als 3 Jahre Entwicklungszeit in die smarte Spannbacke investiert. In der Backe befindet sich Sensorik, welche die beim Spannen eingeleiteten Kräfte erfasst. Die iJaw misst also in Echtzeit während der Bearbeitung. Der riesengroße Vorteil der iJaw ist, wir können die Zerspannungskräfte sichtbar machen und auch die Spannkräfte an dem Bauteil. Und dadurch können wir die Qualität steigern der einzelnen Bauteile. Wir können die Sicherheit gewährleisten, dass immer sicher gespannt ist. Wir können die Maschinenverfügbarkeit erhöhen und wir können alle Bauteile dokumentieren, sodass man der Dokumentationspflicht entsprechend nachkommt. Im Detail sehen die Vorteile so aus. Die Rüst- und Eingriffszeiten reduzieren sich. Damit wird die Maschine produktiver. Die Folge? Die Teilekosten sinken. Wie das geht? Zum Beispiel mit der Ausnutzung der Spannkraftreserven, die die iJaw erstmals sichtbar macht. So können Faktoren wie Spantiefe, Vorschub und Drehzahl derart ausgenutzt werden, dass ein Zeitgewinn entsteht. Und das ohne die Sicherheit oder Bauteilqualität zu gefährden. Wir sehen hier die Bearbeitungskräfte von Matzak in Halle 7 hier auf der AMB. Wir sehen hier die Zerspannungskräfte eines jeden einzelnen Bauteils. Und hier kann man erkennen, dass jedes Bauteil, wenn es gleich ist, immer seinen Fingerabdruck hat. Und durch diesen Fingerabdruck kann man einfach sichtbar machen, ob es eine Abweichung gibt. Und wir könnten hier direkt eingreifen und sagen, okay, das Bauteil Nummer XY hat eine Abweichung, sollten wir uns nochmal genauer ansehen. Auch der Hersteller WFL hat sich darum entschieden, die iJaw in seine Werkzeugmaschinen einzubauen. Die Daten der iJaw werden dabei über die sogenannte HMI-Anbindung komplett in die Werkzeugmaschine integriert. Drahtlos über die IO-Link-Technologie. Bald wird es auch eine Lösung geben, um Maschinen nachträglich mit der iJaw-Technologie auszustatten. Die iJaw auf der Planscheibe nutzen wir deswegen, weil wir natürlich tonnenschwere Werkstücke exakt ausrichten müssen beziehungsweise einstellen können, und das können wir nur mit der Ablesbarkeit des Spanndruckes durch die iJaws. Die iJaw gibt es aktuell für Backenschnellwechselfutter in den Größen 260, 315 und 400. Wir haben die iJaw in 3 Geometrien, als einstufige Variante, als zweistufige Variante und als Durchgangsbacke und mit den entsprechenden Spanneinsätzen, sodass wir alle verschiedenen Anwendungen abdecken können und Spannsituationen abbilden können. Die smarte Spannbacke iJaw ist ab sofort bestellbar. Kontaktieren Sie uns, denn für die Maschinenhersteller und Anwender ist sie eine Revolution.